Meine lieben Freunde, in diesem dritten Teil werde ich euch sagen, wenn du Hilfe brauchst und was du tun sollst, um die Engel zu rufen. Du brauchst also Hilfe und du möchtest, dass die Engel dir helfen sollen? Sie werden dir helfen und ich sage dir, wie du sie rufst. Engel warten immer darauf, dass du sie rufst. Wenn du irgendein Anliegen hast, damit sie dir helfen können. Von alleine mischen sie sich nicht in dein Leben ein. Sie kommen nur unaufgefordert zu dir geeilt, wenn es dringend nötig ist. Also, wenn es sich um einen Notfall handelt. Da greift dann dein Schutzengel einfach ein. In so einem Fall brauchst du die Engel überhaupt nicht rufen. Die Engel haben große Achtung für die Freiheit deines eigenen Willens und warten ab, bis du ein Anliegen zum Ausdruck bringst. Dazu müssen allerdings einige Bedingungen erfüllt werden. Es sollte immer ein positives Anliegen sein und dieses darf niemanden schaden. Dein Anliegen darf nicht in dein Karma eingreifen. Denn die Seele muss im Leben ihre eigenen Lektionen lernen. Es gibt viele Möglichkeiten und Methoden, Engel zu rufen. Dazu musst du deinen eigenen heiligen Ort aufsuchen, um mit den Engeln zu sprechen. Hierfür gebe ich dir folgende Hilfen und Anregungen, dich mit den Engeln zu verbinden. Richte dir deinen eigenen Platz ein, deinen kleinen heiligen Ort, wo du dich in Ruhe verbinden kannst. Es kann eine Ecke in einem Zimmer sein, wo du einen kleinen Altar herrichtest. Schmücke diesen Altar mit frischen Blumen, Räucherstäbchen, Räuchergefäß und Kerzen. Du kannst den Engeln schreiben. Dazu setze dich an deinen Ort und sorge dafür, dass dich nichts ablenken kann, zum Beispiel das Läuten des Telefons. Schließe die Tür ab und zünde eine weiße Kerze an. Spiele leise spirituelle Musik ab und verbrenne ätherische Öle oder entzünde Räucherstäbchen. Begrüße die Engel und schütte ihnen dein Herz aus. Wenn du sehr nervös bist, kannst du feststellen, dass du erstaunlich schnell beruhigt wirst, sobald du mit dem Schreiben begonnen hast. Schreibe deine Sorgen und Probleme auf, und zwar so, als würdest du sie einem Freund mitteilen. Bald wirst du feststellen, dass dein Blickwinkel sich verändert. Du fühlst dich schon zu Beginn des Schreibens wohler und entspannter. Übergib deine Last den Engeln und bitte sie um Hilfe und Lösungen. Vergiss aber nicht, dich bei den Engeln für ihren Rat und ihre Hilfe zu bedanken. Sicher wirst du über die Folgen deiner Anrufung erstaunt sein, was du den Engeln in deinem Brief geschrieben hast. Als nächstes, wie rufst du die Engel? Leider ist es nicht immer möglich, mit den Engeln laut zu sprechen, wie zum Beispiel im Bus oder sonst in der Öffentlichkeit. Du kannst sie jedoch immer und überall stumm bitten, dir zu helfen. Dabei musst du still denken. Liebe Engel, bitte helft mir. Und du sagst stumm dein Anliegen. Es geht ganz leicht und ist sehr wirkungsvoll. So, nun probiert es aus. Übung macht den Meister. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein gutes, erfolgreiches
gelingen. Herzlichst, eure Dirja.